Broken Age, Folge 16. Wir müssen, glaube ich, zu Shay. Jawohl. Neue Aufnahmesession für uns. Hatten eine kurze Pause. Habt ihr hoffentlich verkraftet. Genau, und wir müssen mit Shay, da fehlen uns jetzt noch irgendwie zwei Bauteile. Was haben wir denn schon abgegeben? Wir haben schon dieses Sandförmchen-Ding, haben wir das im Blech schon abgegeben? Das haben wir ihm schon gegeben, ja. Okay. Und wir haben auch mit Fadi schon die Außenhaut reparieren lassen. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendeinen finden, der sich mit Raumnavigation auskennt. Ja, wobei ich ja davon ausgehe, dass er hier das ist. Ja. Und den konnten wir ja hier irgendwie reinbauen. Ah, oh, das ist noch gut. Ja. Kann man den hier auch einbauen? Hey, you got this old-timey laser coil and amplifying quartz all hooked up wrong. Want me to... No, no, don't touch them. They've come close to overheating several times and they're extremely unstable. I'll get around to fixing that soon. Just leave it to me. All right, all right. Und den haben wir da auch schon mal reingeknallt, oder? I think Alex would kill me if I mess with this stuff. I think ja. Alex would kill me if I mess with... What can we do? Also wir müssen ja diesen einen Thruster oder irgendwie so ein Gravitationsding besorgen. Und ich habe mir sagen lassen, einen Tipp eingeholt, damit wir ja mal vorankommen. Das hat das in den Kommentaren jemand geschrieben. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja? Nee? Kann sein. In den Kommentaren haben die Leute gemeint, wir hätten absichtlich verzögert, Vella hier an den Baum hinzukleben oder ihm Vella zu zeigen, weil wir anscheinend alle Items hier ausprobiert haben mit dem Baum, nur Vella nicht vorhin. Das war keine Absicht, sondern es war reine Dummheit. Das ist bei uns bei GameTube immer so. Also nie Absicht, immer Dummheit. Jetzt können wir es ja verraten. Unser großer Finanzplan ist es, mit dem... Mit Dummheit reich zu werden? Nee, mit dem Rekord-Let's Play Broken Age, das ja die Schallmauer durchschlägt, was Abrufe angeht, da noch eine Folge mehr rauszuschinden, um in die Welt zu kaufen. Nee, und zwar habe ich den Tipp bekommen, ich solle doch hier mal mir diese Leiter genauer ansehen und vor allem dieses Seil hier. Das Seil? Das Seil. Und das machen wir doch jetzt mal. Ein Seil. Oder irgendwas sei hier mit Seil und Knoten. Jetzt schauen wir mal. Big cloud stay afloat? Just like all the other clouds. There's nothing special about my cloud. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Any idea where I can find a heavy-duty anti-gravity thrust unit? Auf jeden Fall hat dieser Thruster was mit ihm hier zu tun. Ja, wahrscheinlich ist der Thruster das Ding. You seem to know a lot about lift. Please, my lightness comes from within. Okay, see you later. Und das, hier soll es wohl irgendwo einen Knoten geben, den man sich hier mal wahrscheinlich anschaut. Meinst du? Aber die ist doch... Können wir die aufmachen? What are you waiting for? How does that big cloud stay afloat? Das kennen wir doch alles schon. Okay. Also ich kann auch nur die Leiter anschauen, aber wo ist denn hier ein Knoten, den man anschauen muss? Stehe ich nicht. Hast du einen Gegenstand, mit dem du das aufschneiden kannst? Would it help if I threw you a crochet hook? Kennen wir alles. Versucht es mal wirklich auf die Naht drauf zu machen. Okay. Nein. Ja, ich muss doch da erstmal hingehen. Ach so, stimmt, es geht ja nicht. Na, wo ist denn das? Bring halt da hin und versuch mal das direkt an die. Ich kann hier auch nicht drauf. Du fällst mal da. Versuch da nochmal Gegenstände mit dieser Naht zu benutzen. Ansonsten wäre ja nur noch Knoten an der Leiter direkt dran, um diese Blätter weg. Wieso kann er denn jetzt nicht einfach weiter raufklettern hier? Okay. Psst, Father. Hello? Ah, hier, siehst du, kannst du die Schleife an Harmonies Wolke lösen. Haben wir das nie probiert, mit ihm zu reden? I still can't reach him, and he's too noble to jump. Can you untie that bow on Harmony's cloud? Why would I do that? Dann können wir einen Rettungsgurt machen. Because it's in the way of us saving him. Oh gosh. Okay. How do I untie it? Can you tell me what kind of knot it is? Yeah, the big old nasty looking kind. Thanks.
I'm sure it looks harder than it is. Let's give it a shot. I'll try. Try to find a loose section. Right. I don't think that was right. What does it look like now? Well, a whole new terrible knot. Okay. Der kennt sich denn mit Knoten aus. What are you waiting for? Ah, was ist denn mit der einen Fischersfrau, die macht doch immer die Knoten, doch diese Haken dahin, oder? Ja, man sieht den halt jetzt nicht. Ja, vielleicht reicht es. Vielleicht kann man die ja fragen, so, vielleicht gibt es so eine Patentlösung oder sowas. Mit dem Schwert durchhauen, wie im alten Griechenland. Ich meine, wer war das? Alexander der Große, oder? Nee, das war René. Was? Mit dem Schwert nach René? Mit dem Schwert nach Polen. Mit dem Schwert in den Knoten, warum René? Das war, glaube ich, schon Alexander der Große. Der war übrigens gar nicht groß, gell? Sondern? Nicht so groß. Dafür war Napoleon gar nicht so klein. Also Kinder, wenn ihr mal im Geschichtsunterricht das alles hört, dann lasst euch nichts erzählen. Sagt dem Lehrer, du Arsch. Der muss heißen Alexander der Kleine und Napoleon der Große. Könnte man nicht beide einfach mit Napoleon und Alexander die jeweils durchschnittlich Großen? Damit kennst du dich jetzt wieder aus. Tja. Hey, Carol. Oh, that's so nice to hear. Da, ah, Knoten, siehst du, genau. You seem good with your hands. Know anything about knots? Sure. Tying or untying? Untying. I see. What's it look like? Die Kopfschmerzen, die ein Gürtel tragen. Dein Gesicht. Ich hätte das zweite gesagt. Wie ein Eimer voller Fingern. Der passt doch noch am ehesten, oder? Dieses. Und das da, oder? Ja, ja. Like a bucket of fingers. I think I know that one. Well, let me just draw you a quick diagram. Oh, darn. What? Well, I can't seem to find anything to draw with. I'm sorry. Ah, ich weiß was. I guess I'm of no use after all. Hang on. I'll be right back with a writing utensil. Hat der das Blech gießt nicht einen Stift hinterm Ohr? Nee, der Dings, der Alex hat einen Stift hinterm Ohr. Ah. Der, wer ist denn der Blechgieß? Der Curtis. Ja, der Will Wheaton halt. Eines Tages wirst du Will Wheaton treffen und dann du so, hey. Der Blechgieß. Du bist doch der Blechgieß. Das ist sogar ein Raumbleistift. Can I borrow your space pencil? It's just a regular pencil, but okay. Genug. Okay, see you later. Okay. So, und den geben wir jetzt ihr und dann brauchen wir noch einen Stift, ein Papier. Hey, Carol. Keine Ahnung. Oh, that's so nice to hear. I need another knot. Ach so, ich muss ihr den ja geben. Mm. Oh yeah? Ja, ja. What's it look like this time? Like a bucket of fingers. I think I know that one. Well, let me just draw you a quick diagram. Oh, darn. What? Well, I can't seem to find anything to draw with. I'm sorry. I guess I'm of no use after all. Hang on. I'll be right back with a writing utensil. Ach komm. Bucket of Fingers. Klingt auch wie irgendeine Grunge-Band. Aus den frühen 90ern. Das klingt wie was man bei KFC bestellen kann. I think a finger bucket. Oh great. Hand it over, honey. Now, what was I gonna draw for you again? Oh yeah. Untying knots. Yep, that's an easy one. Here's a diagram. Follow those instructions exactly, or you'll have a totally different knot on your hands. Thanks. Mal gucken. This diagram is good for one thing, untying knots. Hm. Okay. Ein Munchkerl, ein Fuß und eine Banane, oder? Aha. Ach so, du meinst das Figürle. Ja, geh halt aus dem Bild.
Anscheinend haben die dem ja, also Double Fine haben wohl so einem Typen quasi die Illustrationen so abgekauft und dann selber animiert. Okay. Also es war aber so ein externer Illustrator. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Der könnte auch mit anderen Leuten mal. So, geben wir ihm das jetzt einfach oder müssen wir ihm da jetzt assistieren? Das fragen wir mal. Wahrscheinlich muss ich die Leiter erst wieder runterholen. Wir geben ihm das einfach mal. Well, see you later. Don't give up. If I gave you step-by-step pictorial instructions, do you think you could untie that knot on Harmony's cloud? Well, my teachers say I'm more of a verbal learner than a visual one, so probably not. Not, get it? Ja, dann häng dich nochmal hin, dann müssen wir es ihm halt jetzt... Wie der Hase durch das, oder wo war das? Ah, ja. Irgendwie. Psst, Father. Durch das Nadelöhr. Okay. Let's give that knot another try, okay? Okay. Backe, backe Kuchen mit dem Baby, oder? Backe, backe Kuchen. Ja. Make the baby play patty cake. Okay. I think we're getting somewhere. Okay. Kitzel den Fuß. Mhm. Tickle the foot. Gotcha. Take that, not. Klau die Banane. Nimm einen Apfel und steck ihn in die Tasche. Steck ihn in die Tasche. That helped a little. I got it. Hey, get your mitts. Aha. Wie? What the heck? Avert your eyes. Brother, get me a towel. Brother Lightbeard, what is all that stuff? I know it looks like a big hoarding junk pile, but you have to understand. I might need some of this stuff someday. But everything you said about lightness, I don't know what I believe. You get a line and I'll get a pole, honey. You get a line and I'll get a... Oh, this is bad. Hey, is that a heavy-duty anti-gravity thrust unit right there? I have no idea, but you're welcome to take it. What? No, that's mine! My lightness! As a matter of fact, is there any place you'd like it delivered? Cool. Yep, this came from my ship. Someone must have looted it while I was asleep. You sure you don't want to ride over the plague dam with us, Father? No, I need to go take care of Harmony. Goodbye, space boys. That was weird. Yeah. I mean, it's nice to look young, but I'm obviously a grown man, right? Space Boys wäre auch ein cooler Bandname eigentlich. Jetzt müssen Habe ich da den Dings eigentlich schon mal reinschauen oder schon 10-mal wahrscheinlich? Kannst du? I don't think it would recharge my dead friend. Hat der keinen Charger? Den muss man doch chargen können irgendwie. Guilty as charged. Can I go through this door my dad used? Oh, you don't want to go down there yet. Very unsafe. Many sublevels are structurally unsound. Who knows if the air's breathable? Plus, there are some rogue automatons I've yet to get under control. Why didn't you warn my dad about that stuff? Didn't you see the look in his eyes? I knew there was no stopping him. Hm. So, und jetzt pass mal auf. Was kommt jetzt? Ach so, nee, warte mal. Was denn? Kann man denn den wir Fisch, haben wir genau den Fisch eigentlich eingesammelt? Nee, aber... Haben wir den? Nein, aber der wird schon aus Grund runtergefallen sein. Das ist gerade wie bei, wie ist denn das? Das ist der Fisch. Da ist der Fisch. Nimm den Haken. Wenn steck du, ihn in die Tasche. Nimm wie beim Sudoku oder so, wenn du so diese eine Klippe dann geschafft hast, wo dann alles auf einmal aufgeht. Ja, oder bei Threes halt. I can't reach it. Ja, bei Threes geht's doch nie auf. Nimm den Haken. Nur weil du nicht Threes spielen kannst. Nee, I couldn't reach the fish with that. Zeig mir deinen Highscore. Aha, ein Spaßvogel. I wish I could shake it down. Uh-oh. I smell tartar sauce. Hä? I wish I could shake it down. So I
says, honey, I would never call your mother a catfish. They've got shorter whiskers. Tree. Human? That fish up there in your branches? Can I have it? Sorry, I caught it. Until it falls from my branches, it's mine. That's the code of the trees. Er sieht ihm Witz. Oh, come on. You don't need that fish. I happen to think it brings an interesting asymmetry to my look. So back off. Das ist jetzt die Stelle, da hat auch Johannes aus der Redaktion gesagt, dass da wohl, dass es da wohl einen Übersetzungsfehler gäbe. Aha. Das heißt, das würde jetzt wahrscheinlich so ein bisschen drüben hey, fischen. Wanna hear a joke? Yeah, got it. Is it a tree joke? Hmm. Tree National Bank, Penguins, Christmas Tree. Was ist denn Eichel? An Acorn. Acorn, not in the opera. Ja, probieren wir es mal durch. Wenn nicht, dann gibt es ja Riesen, was zu lachen. Did you hear about the First National Tree Bank? No, what? I have all my money in the First National Tree Bank. Coffee's horrible. It's closed. Time flies. Cookies are free. Cookies. Hm. They have free cookies there. So? So? Ich glaube, ich brauche den Witzkalender. Das erinnert mich ein bisschen an, wenn du mittags immer deine Witze erzählst. Na, auch wenn ich immer auf das Podium springe. Okay. Obstkiste. Let me try another joke. Okay. Und er das Mikro so pfeift. Hey Leute, machen wir den Präsident der Streifenhörnchen. Why did the president of the Chipmunks get impeached? Ooh, I bet he did something cheeky. Am I right? Hey, this is my joke. Okay, okay. What did he do? Apparently he was nuts oder so. I heard he had one too many nuts. Hey, keep it clean. There are saplings around. I didn't mean. Sorry. Ja. Probier einen anderen Witz. Okay. Let me try another joke. Okay. Der Woodchuck. Ja. How many lumberjacks does it take to change a light bulb? Two. One to murder a tree to make a ladder, the other to change the light bulb. That's a reasonable number, actually. Okay, let me try another joke. Okay. Der Baum ist so ein bisschen wie ich, wenn man mir Witze erzählt. Sammy Säge. Did you hear about Lil Sammy Saw? Who is that? Some sort of depraved serial killer? What did he do? I heard he threw a clock out a window. What window? He lives outdoors. You can't overanalyze humor. Humor is a strong word for das. Ist wie Monkey Island so ein Rätsel, oder? Mhm. Aber er lernt doch nichts dazu, oder doch? Ja, einen noch, komm. Ja. Okay. Hast du das Witzbuch da? Nee, den Kalender? Okay. Mal gucken. Irgendwo ist er hier. Pinguine und Weihnachtsbäume probieren wir noch. Do you know why penguins don't have Christmas trees? Oh, I don't know. Maybe because they don't believe in tree murder? Never mind. Ach, komm jetzt. Okay, let me try another joke. Okay. Why didn't the acorn want to go to the opera? I don't know. Why didn't the acorn want to go to the opera? Ich komme nicht drauf, was da die Vorhande sein könnte. The coffee there is terrible. How is that relevant? It's not relevant. Just, you know, humorous. Kann man vielleicht irgendwie ihn fragen, dass er einen Witz erzählt oder so? Wer könnte denn einen Baumwitz wissen? Der Holzfäller vielleicht? Hm. I gotta make like a leaf. Blechgießen. Blechgießen.
Ja, ich glaube aber, die lustigsten Witze gibt's dann erst in der nächsten Folge zu hören. Ciao, ciao. Ciao.